Ahoi, da was geht ab, Leute, hier Live-Reaction auf die Kryptokurse. Also man bekommt einiges mit, ich habe die Preise an sich noch nicht abgecheckt, aber man kriegt halt so mit, was die Leute so posten auf Twitter, auf Instagram und sowas. Ich habe gesehen, Bitcoin ist unter 30.000 gefallen, also knapp, also 29 irgendwas. Aber ja, es sieht nicht rosig aus. Portfolio, mal spätestens heute Abend beim Daily Vlog schneiden hätte ich es gesehen. Hättet ihr euch jemals vorgestellt, dass ich auf meinen Account schaue, auf mein Portfolio und da eine 250.000 Euro sehe und ein wenig enttäuscht bin? Krank, oder? Was passiert ist? Ja, alles gut, alles ist down. DeFi 1,50, oder heftig. Bitcoin 25.000 Euro. Oh mein Gott. Wir haben uns weit entfernt vom damaligen Hoch. Aber wir gehen irgendwann wieder hoch, keine Angst, Leute. Ist natürlich bitter für die Leute, die ein bisschen teurer eingekauft haben, da wo es gehypt wurde. Aber ich hoffe, das schreckt euch nicht ab. Also jetzt ist zum Beispiel der Zeitpunkt, guter Zeitpunkt zum Nachkaufen. Also keine Panik schieben, aber ist schon bitter. Aber kein Problem, solange ich mir noch Mittagessen und Sushi leisten kann. Ansonsten müssen wir ein bisschen runterschrauben. Noch keine Weltreise, noch keine verrückten Reisen, dies, das. Da müssen wir noch auf den nächsten Pump warten, auf den nächsten Cycle. Ja, aber ansonsten kann ich nicht viel sagen. Also für mich ändert sich nicht viel. Einfach weiter laufen lassen, mehr Coins generieren, auch wenn die jetzt wenig Wert haben, weniger Wert haben. Das Nötigste auscashen, was ich halt zum Leben brauche. Meine Lebenskosten sind nicht so hoch. Vielleicht ein bisschen runterschrauben. Jetzt, wo ich die teuren Deodosen gekauft habe. Und ansonsten halt warten. Warten, das ist die Zukunft. Wir sind noch früh dran. Jahre. Müsst ihr vorausdenken, Leute. Ich hab halt saftige Sachen gegönnt. Fang an mit einer kleinen Vorspeise. Sommerrollen. Saft. Schaut euch die Rolle an. Sieht stabil aus. Boah, die ist fresh. Drei Frühlingsrollen. Mann, sind die mini. Digga, das ist Abzocke, Mann. Digga. Ich kenne die, das sind die tiefgefrorenen, die meine Mutter auch manchmal kauft. Das ist traurig, Mann. Ja, okay. Ja, ist einfach, aber lecker. Und wenn die Preise weiter so sinken, dann gibt es für uns nur noch einfaches Essen. Kein 100 Euro Sushi mehr. Mein Gott, war das saftig, Mann. Perfekt zum Händewaschen, also. Ah, okay, das Essen würde ich aber nicht unbedingt weiterempfehlen. Ich habe die Empfehlung bekommen von meinem Kollegen, der mein Businesspartner war für Hongs Tour, an der wir jetzt natürlich weiterarbeiten werden, denn wir sind wieder fleißig back im Game. Zumindest versuche ich das. Aber hey, eine gute Sache hat, wenn Bitcoin stürzt, motiviert es mich vielleicht wieder härter an Hongs Tour zu arbeiten. Oh yeah! Neue XDO-Dosen für die Sammlung, Alter! Noch, solange ich es mir leisten kann, bis der Preis runterfällt. So. Das gehört nämlich zu einem Set. Dieses hier und das anscheinend auch zu den weißen. Wobei der sieht ein bisschen anders aus von oben, seht ihr es? Oh yeah! Es gab heute was, das nannte sich Yu-Gi-Oh! Digital Next, da haben sie ein paar Yu-Gi-Oh! Sachen vorgestellt. Spiele, die demnächst rauskommen, also nicht Karten, sondern virtuell, online und sowas. Und da haben die jetzt angekündigt, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Zeig euch ein bisschen, weil immer wenn ich euch was zeige oder darauf reagiere, dann kommen direkt Probleme mit Copyright und so. Auch letztens Digimon. Direkt Probleme. Aber das... Ihr wisst ja, früher Yu-Gi-Oh! Gespielt, wir waren die Kings von German Yu-Gi-Oh! Und ich war schon Ewigkeiten, das Spiel ist eigentlich für mich gestorben, schon Ewigkeiten nicht mehr gehypt, aber, ich habe ein bisschen reingeschaut, das hat mich anders gehypt. Du links, bla bla, juckt nicht, juckt echt nicht. Jetzt hat. Mein Gott, warte, Master Duel, das krieg ich erstmal ein Like. Der 400. Like.
Erstmal, Grafik sieht krass aus. Und es erinnert mich an Legends of Runeterra. Das Online-Kartenspiel von LOL. Die obere Reihe zumindest. Also richtig high quality. Junge, wie das aussieht. Oh mein Gott, Chainlink 3, Mann. Kette wird von hinten aufgelöst. Junge, schau dieses schwarze Loch an, wie das aussieht. Fusion. Alter. Minasan, konnichiwa. Yu-Gi-Oh! Digital Game Yu-Gi-Oh! Digital Game! タイトルのみ発表させていただきました。遊戯王マスターデュエルについて追加情報をお届けしたいと思います。マスターデュエルはその名の通り遊戯王オフィシャルカードゲーム、遊戯王トレーディングカードゲームで遊ぶことができるゲームです。対戦者も観客も楽しめる。 Das heißt nicht so ein dummes Speed Duel oder Duel Links mit diesen verkürzten Gegnern. OriginalReal Life 5 Karten Yu-Gi-Oh! PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S. Wie geil das aussieht, man! Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch, iOS, そして Android と Android? 多くのプラットフォームでご提供いたします。Junge! 最新の家庭用ゲーム機の性能を生かし、遊戯王デジタルゲームとしては初めて 4K 解像度に正式対応しています。ぜひ大画面テレビで遊んでみてください。カードの絵は美しく、フィールドに置かれたカードスターダストドラゴンしっかりと確認できる解像度に驚くとともに、それらを盛り上げるサウンドに感動していただけるペルサムン演出面でも、oh、my God, ペルサムン5 so ein hässlicherバランスには配慮しています。ケットブトレンドオフクルース。またカードゲームは観客からは状況が分かりにくいことが多々ありますが、このゲームでは見ている人も楽しめる。Das ist halt nicht wie Duel Links ist und so und auch nicht so wie die Spiele davor mit Story und Anime Duellen und sowas. 初心者の方には、ja, hier schau. Duel Links をおすすめ。Duel Links? 今回家庭用ゲーム機に対応したことでここから初めて触れる方もいると思います。そのような方のためにチュートリアル的要素も用意しています。現在リリース Duel Links and Duel Links や Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution A position as Yu-Gi-Oh! の漫画 Character Games 世界観を楽しんでいただく Wo die Leute den Manga und den Anime kennenlernen können, okay? Aber Master Duel nichtOCG だ TCG や We hope this new game will be enjoyed by everyone all over the world. There will be tournaments offered at many levels for competitive and casual play. Yu-Gi-Oh! World Championship, the pinnacle of the OCG and TCG. I'm looking forward to meeting duelists from all over the world.Through this game. Junge! Das wird das Spiel, das die Online-Version für Yu-Gi-Oh! Keine inoffiziellen, illegalen Sachen wie Duel Links. Okay, Duel Links nicht, ich meine Duel Books und. Wie heißt das früher? Dueling Network hieß es damals, diese inoffiziellen Sachen. Und wenn die da Competitive Gaming pushen, Digga, irgendwie hype mich das.Weiß auch nicht wieso. Man kann streamen, es wird abgehen. Digga, ich weiß nicht. Je nachdem, wie man die Karten im Spiel erhält oder wie das sein wird, aber ich bin anders gehypt. Ich weiß nicht, wieso mich das so hypt. Digga, wieso hypt mich Yu-Gi-Oh! Auf einmal so? Ich war eigentlich der von denen uns immer sofort gesagt hat, Yu-Gi-Oh! Ist tot, aber das Spiel, das hypt mich anders hart. Yo, Bitcoin ist tot oder stirbt, Bitcoin stirbt, aber Yu-Gi-Oh! Lebt, Alter.Oh mein Gott, TBT Comeback oder was? Was ist da los, Junge? Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr auch so gehypt seid wie ich. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Twitch. Vielleicht werden wir das regelmäßig streamen, wenn das rauskommt. In Bitcoin glauben, in Krypto glauben. Gebt's nicht auf. Schaut's, was mit Yu-Gi-Oh! Ist, Mann.
20, 30 Jahre später und es wird immer noch krasser. Und jetzt vergleicht das mal mit, Yu-Gi-Oh! Ist älter als Krypto, Mann. Yu-Gi-Oh! Ist älter als Bitcoin. Stellt euch das vor. Deswegen gibt die Hoffnung noch nicht auf in Bitcoin und Krypto. Das war noch gar nichts. Das kommt alles erst noch. Wir sind noch so früh dran. Deswegen, ja, auf jeden Fall serious business und ciao, Alter.